Guten Abend, meine Lieben. Die Seelenzahlen sind die Zahlen deines Lebens. Mit ihnen kannst du dein Leben durch dein Geburtsdatum entschlüsseln, das Leben deiner Lieben. Du kannst deine Persönlichkeit erkennen und du kannst erkennen, wann geschehen bestimmte Dinge, bestimmte herausragende Dinge in meinem Leben. Und natürlich vor allem den roten Faden deines Schicksals zeigen dir deine Seelenzahlen. Ich beschreibe die Seelenzahlen in meinem Buch Seelenzahlen. Jede Zahl ein ganzes Kapitel und ich möchte euch heute eine kleine Einführung geben durch ein Geburtsdatum und zwar 4.2.2000. Ganz einfach, die 4, also ist deine Tageszahl, das schreibe ich mir dann oben hin. 4, das ist also das Eingangstor zu deinem Seelenhaus. Die Summe des gesamten Datums ergibt deine Lebenszahl. Das ist also demnach die 8. Die Lebenszahl ist deine Lebensaufgabe. Die Tageszahl, wie gesagt, ist die Eingangstür zu deinem Seelenhaus. Sie ist das, was am offenbarsten auf andere Menschen wirkt. Die Summe von Tages- und Lebenszahl ergibt die Schicksalszahl. Das ist in diesem Fall die 3. Wir nehmen immer die Quersumme. Die 3 ist die Zahl der Kommunikation. Sie zeigt, wie du deine Lebensaufgabe lebst. Die Summe aus Tages-, Lebens- und Schicksalszahl ergibt die Gesamtzahl. Das ist in diesem Fall die 15 beziehungsweise in dem Fall die 6. Die 6 ist wie der nährende Faden, ein nährender Schwamm über allem. Sie nährt alle anderen Zahlen und sie ist die Zahl, zu der diese Person strebt. Und die 6 ist ja eine wunderschöne Zahl. Ihr seht die Wölbung am Bauch nach rechts. Sie ist die Zahl der Sinnlichkeit, der Schönheit, die Zahl der Liebe und die Zahl der Unterscheidung. Diese Person hat also, wie gesagt, als Tageszahl 4, Lebenszahl 8, Schicksalszahl die 3 und Gesamtzahl die 6. Die Tages- und die Lebenszahl sind wie die Beine. Sie geben den Schritt, die Richtung vor. Und die Schicksals- und die Gesamtzahl, sie entsprechen den Armen und zeigen, wie du diese Bewegung lebst. Sie sind sozusagen der rote Faden, vor allem die Schicksalszahl, die sehr wichtig ist, weil sie einfach die Qualität in deinem Leben angibt. Und die 3, die ist eine wunderschöne Zahl. Du siehst, sie ähnelt der 8. Sie ist sozusagen im ersten Zyklus das, was die 8 im zweiten Zyklus ist. Der erste Zyklus ist von 1 bis 5. Das ist der erste Unterzyklus. Und der zweite von 5 bis 10. Und da entspricht die 8 der 3 in einer höheren Form. Dann sehen wir uns an, wo steht diese Person aktuell. Da schreibe ich mir dann immer das aktuelle Jahr unten drunter. Das Jahr vom letzten Geburtstag, denn am letzten Geburtstag, das war also im Jahr 2023. Und dann nehmen wir hier wieder die Summe von allem und erhalten somit die 13 und damit die 4. Das bedeutet, diese Person befindet sich aktuell in ihrem Viererjahr. Wir leben unser Leben, welches ja einem großen Lebensbuch entspricht, in 10er-Kapitel, numerologisch. Und jedes dieser Unterkapitel entspricht gemäß seiner Zahl, hat das eben bestimmte Aufgaben, Themen, die Seele erfüllt. Und die 4, die entspricht in diesem Fall der Tageszahl, ist eine Zahl, schon wenn du sie ansiehst, zeigt sie dir, gibt sie dir wie alle Zahlen im Übrigen ihre Bedeutung kund. Die 4, die enthält in sich die 3, den Geist. Das bedeutet, sie schließt ihn sozusagen ein. Die 4 ist die Zahl der Materie, es ist die 4 Elemente, die den Geist in sich aufnimmt. Sie ist gleichzeitig und genau aus diesem Grund auch die Schlüsselzahl dieses Kosmos, sie ist auch die Zahl des Kreuzes. Es ist eine sehr wichtige Zahl. Es ist die Schlüsselzahl dieses Kosmos, aber es ist auch eine Zahl, die potenziell dem Vergessen entspricht. Der Geist vergisst sich sozusagen in und durch die Körperlichkeit selbst. Und deswegen sind Viererjahre oft herausfordernde Jahre, wo auch nicht selten Tod im Umfeld vorkommen kann oder auch sonst begrenzende Ereignisse, wie zum Beispiel auch Krankheit oder andere schicksalshafte, wobei Schicksal ja immer das ist, was Seele sich selbst schickt, Ereignisse. Die 4 ist aber auch die Zahl der Häuslichkeit. Es ist, wie gesagt, die Körperlichkeit. Es kann also auch zum Beispiel eine Eheschließung sein, ein Hauskauf oder auch eine Schwangerschaft. Und gibt also Ausschluss, wo stehst du aktuell innerhalb deines 10er Kapitels, welches dann demnach, wie gesagt, also es beginnt ja mit dem einer Jahr, 3 Jahre zuvor begonnen hat. Da begann also etwas ganz Neues. Dann kannst du nachsehen, was ist die Schwingung, was ist die Grund-Mond-Basiskraft für dieses Lebensjahr. Das gibt dir eine zusätzliche Info. Da nimmst du dann meinen Mondkalender und siehst ganz einfach nach, wo stand der Mond
an meinem letzten Geburtstag, also in dem Fall am 4.2.2023. Und da stand der Mond im Löwen, und zwar war fast Vollmond. Der Löwe, die Herzenergie, das ist, ja, die Energie der Liebe. Wenn diese Energie der Liebe und dazu noch fast im Vollmond mit der 4 zusammenkommt, mit der Zahl der Begrenzung, dann kann das ja im schlimmsten Fall, aber das ist sehr oft der Fall, zu Problemen in einer Partnerschaft kommen, ein Liebeskummer zum Beispiel, und vielleicht dann auch zu einer Trennung im Fünferjahr, weil die 5 ist die Zahl der neuen Wege. Der Vollmond ist auch ein Zeichen, welches für Erfüllung steht auf der einen Seite, aber beziehungsweise ist ja kein Zeichen, aber es ist eine Qualität für Erfüllung auf der einen Seite, aber auch für Trennung. So haben im Übrigen auch an Vollmond geborene Menschen in ihrem Leben generell mindestens eine richtig große Trennung zu durchleben. Das wollte ich euch einfach in Kürze mitgeben. Die Seelenzahlen sonst erfährst du, und auch das ist einzigartig. Alles, was ich in die Welt bringe mit meinen Büchern, garantiere ich dir, findest du sonst in dieser Form nirgends. Einzig und allein in meinen Büchern. Und dieses Wissen der Seelenzahlen basiert auf der Weisheit der Erdfrau, die mich im Jahr 2004 im Dschungel von Trinidad einweihte in das Wissen, welches ihr von ihrem Spirit gegeben wurde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und Erkunden deiner Seelenzahlen und der Zahlen deiner Lieben und auch die Partnerschaftsnumerologie natürlich. Und eine schöne Adventszeit.